Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EP. Ich werde jetzt hier noch den in der letzten Folge gefundenen Fehler austauschen. Und dann werde ich schon bereits die ersten Vorbereitungen machen für den späteren Austausch. Nee, nicht Austausch für das. Ja doch, Kleistin muss ausgetauscht werden. Zumindest einer. Und ein anderes Vorhaben ist noch das Verschieben des Straßenbahnbetriebshofs. Wie ich ja schon bereits angekündigt habe, da wird dann nochmal ein Stück weit verschoben. Das heißt, erstmal, dass ich hier dem Editor hier die Gleise anpasse. 50 Meter bleiben. Das hier wandert zurück. Wird auf 25 verkürzt. Straßen fliegen hier auch weg. Das mal kurz, wie weit hier der Abstand ist. 50 Meter. Hier sind es ebenfalls 50. Kann also verschoben werden. So, sonst noch was? Weil das würde ich dann nach dem nächsten Abspeichern schon mal dann in Angriff nehmen. Das heißt, das hier wandert hier dran. Hier wird mehr Fläche frei. Hier, das lasse ich jetzt so. Daran werde ich nichts mehr verändern. Da kommen jetzt hier vielleicht noch ein paar Hallen hin. Das wird sich vielleicht sogar eher in die Richtung hier entwickeln. Die Bahntrasse hier werde ich jetzt noch bis zum Ende verlängern. Und ich habe vor, das Ganze ein Stück zu weiß nicht. Nee, verschieben werde ich hier nichts. Oder? Nee, dann haut das mit den Brücken nicht hin. Das kann ich also auch nicht machen. So, ungefähr so der Abschnitt hier, das wird das sein, was dann erstmal platt gemacht wird. Genauso wie hier drüben, alles was dann hier dann hinter dem Betriebshof dann weitergeht. Das ist so im Moment die aktuelle Planung. Einziges, was ich jetzt noch mache. Ich werde noch ein paar Verleitungsmasten für die Straßenbahn setzen. So, yep. Die 0 war an der falschen Stelle. Wenn ich hinkomme, dann kann es sogar sein, dass die Gebäude, wenn ich es hier richtig sehe, nee, die stehen genau auf dem Fußweg. Ich dachte, wenn ich da eventuell Gebäude dahinter setze, dass es dann so ähnlich ist wie in dem einen Video zu EEP 13 mit den Oberleitungsbussen, dass die Fahrleitungen dann in der Wand drin sind. Und die Masten dann an für sich nicht mehr zu sehen sind. So, die letzten zwei Masten.
Ja, bitte. Und 8, 3. Ich werde erstmal keine Fahrzeuge drauf abstellen. Und er hat mich ja schon bereits nachgefragt, ob ich speichern möchte. Dann mache ich jetzt natürlich auch. Und dann werde ich erstmal EEP schließen. Anlage 44. Dann, Achtung, Black Screen. Ja, bitte. Und EEP beenden. So, jetzt geht es erstmal wieder durch das Ordnerchaos. Hier haben wir die Anlage. Hier das ganze Stück ist der Betriebshof. Der wird Gasobjekte lösen. Nein. Auswahl verschieben. Nach Süden um 50 Meter. Verschieben, damit dürfte das auch anschließen. Sieht zumindest so aus. Gut, hier der Bereich. Gleisstil ändern. Aus dem 580er wird ein 586er. Fertig. So, und damit wäre ich jetzt erstmal fertig. Speichern. Schließen. EEP starten. So, und damit hätte ich auch das fertige Ergebnis. Nur, dass ich hier noch mal kurz die Anschlüsse noch mal neu setzen muss. Aber damit ist der Betriebshof um 50 Meter nach vorne verrückt. Und damit sieht es auch ein bisschen besser aus. Also damit habe ich auch ein bisschen Fläche nach hinten gewonnen. Ich kann ja schon mal schauen, ob ich irgendwie ein passendes Gebäude finde. Ich suche nämlich nach einem passenden Gebäude. Schon mal nicht. Das auch nicht. Das recht nicht. Ich suche nämlich noch einen passenden Haus. Allgemein Gebäude. Okay. Bin ich gerade am Überlegen. Nee, das ist es nicht. Die wirken eigentlich mal so riesig, diese Plattenbauten. Ich habe eigentlich vor, genau solche Gebäude, dieser, was gab es da, WBS 70 gab es da zum Beispiel, um was hier einzusetzen.
Was ich mir allerdings frage, ist, ob ich überhaupt ein passendes Gebäude habe, das ich hin kann. Da bezweifle ich nämlich gerade. Auf. Ich könnte jetzt erstmal noch ein. Nee, das Gebäude passt irgendwie nicht. Mach ich irgendwie. Was ist das hier eigentlich? Nee, passt auch nicht. Das Ding als Verwaltungsgebäude wirkt halt ein bisschen komisch. Und das ist auch mehr als ein Industriebau. Bin halt immer am Überlegen, was halt passend wäre. Meistens werde ich am Bereich ja, Ostkreuz immer finden. Ich. Das wird ein eigenständiges Schild, das ist was anderes. Ist auch. Reichsbahndienstgebäude, alles Ostkreuz. Objekte. Ich finde hier kein passendes Haus. Nossen, habt ihr da irgendwas Passendes? Brücken, Talstraße. Das ist halt alles nicht so das, was ich mir vorstelle, aber. Was, wenn ich jetzt das Haus einfach hier hinsetze? Sieht irgendwie ein bisschen heruntergekommen aus. Ich dachte, ich finde was Passendes, aber irgendwie nicht. Ja gut, dann ja. Was ist an dieser Stelle erstmal? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge von EEP.